Gut, da sind wir wieder bei einer weiteren Runde Graveyard Keeper. Aber mal an der Stelle weiter, wo wir quasi aufgehört haben. So. Ehrlich gesagt, ist nicht mehr so wirklich eine Heilung, was mein Plan war. Ich weiß noch, dass ich komplexe. Ah, stimmt, 10 komplexe Eisenstücke habe ich für irgendwas gebraucht gehabt. So, dann schauen wir mal. Habe ich denn diese komplexen Eisenstücke gebraucht? War das hierfür? Ne, es war einfacher. 1, 2, 3, 4. Esel verdienen noch mehr Karotten. Was machst du da? Ich streike. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse und mir dir keine weiteren Leichen mehr bringe. Jedenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öle die Räder. Ich ertrage diesen Klang nicht. Außerdem Urlaub. Keine Leichen mehr am Sonntag. Und zuletzt, ich will besser bezahlt werden von dir. Diese Leichen sind nicht dein Eigentum. Sie sind natürlich Ressourcen und ich will meinen Anteil. Jede Leiche kostet für dich 5 Karotten im Voraus. Die kannst du in eine spezielle Kiste pa hier packen. Ich hole mir dann die Karotten daraus ab. Wenn dir das nicht passt, kannst du dir einen anderen Esel suchen. Oh, es gibt keine anderen Esel. Gut, und jetzt steckt da die Karotten rein. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist das? Bist du jetzt ein Geistlicher? Sieht so aus. Ich kann mich an nichts nach dem Tod erinnern. Vielleicht ist dort gar nichts. Oder ich hab's wieder vergessen. Weißt du, ich hatte diese nützliche Angewohnheit. Waren einfach, aber das ging. Wofür zum Henker noch eins? Habe ich. Ah! Ja, natürlich. Aber das habe ich schon gemacht. Ich hatte den Hof erweitert. Ein Werkbank für Holz. Amboss. Hüls. Ja, da hat man den Hof erweitert gehabt. Das war's. Deswegen, ich brauche gar keine mehr im Moment. Machen wir jetzt erstmal das hier endlich richtig, dass wir hier runterkommen, weil jetzt haben wir ja die Problematik nicht mehr. Du siehst müde aus, hast du auch gut geschlafen? Oh Saat, ich vermisse den süßen Schlummer so sehr. Mann, Friedhofswärter zu sein, ist echt ein Knochenjob. Alles muss man selber machen. Ich erinnere mich, dass der Wärter damals viele Gehilfen hatte. Die waren so ähnlich wie ich, nur ohne Sinn für Humor. Einer von ihnen sollte immer noch im nördlichen Teil des Kirchenkellers an die Wand gekettet sein. Oh, eine Sache noch. Ich weiß nicht mehr warum, aber du solltest ihn niemals freilassen. Hä, habe ich das Ding jetzt nicht gerade repariert gehabt? Nochmal 2 Scharniere. Das Esel kann mich mal, als wenn ich mich bestechen lassen würde. Hallo? So weit kommt's noch.
So, dann ist das mal erledigt. Technologie. Das war das, das war das. Passt, passt, passt. Genau, das wollten wir als nächstes. Und hier bräuchte man eigentlich das, aber dafür brauchen wir 200 Stärke, weil wir brauchen diese Holzbalken. Nur große Bäume. Ah. Wir brauchen diese Holzbalken, um die Zwischengänge freizuschalten. Wieso bin ich eigentlich nachts wach zum Henker? Das stimmt, ich werde ja, glaube ich, aufgehalten. Karottensamen, wieso habe ich plötzlich so viele? Naja, pflanzen wir mal drei an. So, das haben wir alles, das haben wir alles. Da wir jetzt mal versuchen, diese Holzbalken zu kriegen, dass wir da unten noch alles freiräumen. Würde ich sagen, kümmern wir uns mal ganz kurz um den Kram hier. Lesen. Achso, das war die Geschichte. Ja, die müssten wir hier noch umpäppeln, dann sind die auch in Ordnung. Bürger. 50 Silber für ein königliches Siegel. Ja gut, da sind wir noch lange nicht. Bauerlaubnis, 20 Silber, Alter, ist das Zeug teuer. Und da brauchen wir halt die Dinger, da kommen wir sonst auch nicht weiter. Keine Ahnung, was jetzt passiert.
Was brauchen wir denn für diese Holzteile? Abbrechen. 20. Okay, davon haben wir genug. Nägel. Viele? 8. Das können wir ja mal machen. Weil ich mich frage, kann ich das überall herstellen? Oder mache ich es vielleicht besser in meiner Bude? Gehe mal halt zumindest davon aus, dass ich es drinnen machen kann. Was ist das hier eigentlich? Ah. Okay, geht also nicht überall. Dann 8 Nägel, hat man gesagt. So, oh, es geht hier. Mal leeres Papier. Flusssand. Alter. Ja, ist ja wieder klar. Wie komme ich bitte an Flusssand ran? Auf Haufen, Komposthaufen, Bauplatz. Manchmal wäre ich aber echt ein bisschen mehr an Erklärung echt froh. Am nächsten Tag gehen wir wieder nach oben und farmen ein bisschen Erze. Dass wir mal auf die 200 kommen. Ach so, es sei denn. Nee. Das ist immer noch. Das ist der. Nicht der Sonntag, okay. Nee, jetzt falsch abgebogen. Ups, ja, bin ich.
So kriege ich hier raus. Nur so wenig. Von was habe ich denn immer so viel bekommen? Irgendwas zwischendurch abgebaut gehabt, was mir richtig viel gebracht hat. Ja, das war's auch nicht. Ah. Das war's auch nicht. Tja, das hätte man sich mal merken müssen, würde ich sagen. Ach Gott. Haben wir hier jetzt eigentlich noch? Nicht, nee, was wir brauchen. Was war denn das hier? Flusssand. Ja, aber kann ich doch nicht einfach am Fluss abbauen, oder? Was haben wir noch an den PC-Quest? Auch nichts Besonderes. Gehen wir mal auf den Hexenhügel. Ja, das hilft jetzt mal so überhaupt nicht weiter. Ich meine, ohne den Astrologen getroffen zu haben, habe ich hier wohl schlechte Chancen. Ups, ich bin nicht weit genug unten. Gucken, ob sie auch so Pop-up-Monster hat. Okay. Und da komme ich wohl nicht mit weiter. Da brauchen wir auch mit Holzkeil, Holzplanke. Also 10 Holzkeile, 2 Holzplanken. Das können wir herstellen, das ist eins, was sicher ist.
Machen wir jetzt mal Holzkeile und Holzplanken. Jähriger Esel. Holzplanken. Davon brauchen wir zwei. Dann brauchen wir die, nehmen wir an, die Holzkeile gingen hier. Brauchen wir einen davon. Muss mal wieder Holznachschub dann irgendwann holen. So, schlafen. Am Tag die komische Predigt holden. Dann da drüben den Steinrutsch aufräumen. Komischer Esel da. Muss ich das Ding jetzt ernsthaft jedes verdammte Mal dabei haben? Doch jetzt nicht euer verkackter Ernst. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll. Es lasset uns um diesen Segen beten. Okay, toll. Spenden sind immer willkommen. Tolle Predigt. Habe ich jetzt aber irgendwie. Aha, davon habe ich also nichts bekommen. Gut zu wissen. Es studiert Blut. Nicht. War mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich da oben wieder rauskomme. Und so wie es aussieht, war das. Ah, ne, war egal.
Wo geht's hier hin? Ah, darüber. Der Weg hin. Ah, ebenfalls hier hin zur Mine. Klasse. Hat sich jetzt mal so gar nicht rentiert gefühlt. Hier noch irgendwas? Nee, natürlich nicht. Den schon wieder benutzen? Ja, benutzen. Rotes Pferd? Ach, das ist die Taverne. Ah, warte mal, wann kommt denn die Sängerin immer? Die kommt am nächsten Tag. Soll also ein Pirat sein. Oh, er ist lieber mit meinem Ehemann, er hat. Mit dem Vampir. Kette, könntest du mir was erzählen? Mir was über den Vampir erzählen? Werde kein anderes Wort mehr sagen, bis Horatrix sich für sein abscheuliches Verhalten entschuldigt. Okay, ich werde mit ihm reden. Warte, Kette will, dass du dich entschuldigst für. Ich soll mich entschuldigen. Ich habe den Liebhaber meiner Frau in meinem eigenen Schlafzimmer erwischt und ich soll mich entschuldigen. Stell dir das nur vor, er hat mich angesehen und ist dann durch das Fenster entwischt. Und jetzt besteht sie darauf, dass sie geschlafen hat und dieser Typ ein normaler Vampir war. Vielleicht hat sie ja recht. Geh zu ihr und sag ihr, dass ich eine Erklärung verlange. Alter, Leute. Wenn ihr schon. Der bittet mich darum, den Case mit dem Vampir aus der Welt zu schaffen. Du redest lieber mit meinem. Und dann war so ein bisschen Dreck. Horatrix verlangt eine Erklärung. Was eine Erklärung? Geh und frag ihn, warum er in dieser Nacht erst nach Mitternacht nach Hause kam. Hör mal, tut mir eher leid, dass ihr Probleme habt, aber kannst du mir nicht etwas Nützliches verraten? Weiß von nichts, ich habe geschlafen, also gut, bis später. Warte, der Astrologe weiß über Vampire Bescheid. Er hat gesagt, dass er schon einmal von Vampiren angegriffen wurde, vor 30 Jahren. Der Astrologe. Ja, und der soll jetzt bitte wo sein? Da drüben ist der Strand, vielleicht gehe ich mal in die Richtung. Mal. Ja, da lang. Ist das nicht der? Nee, Digo. Was geht hier? Heilige Makrele, mein Junge. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zauberwelt der Fischerei sein will. Ich weiß nicht wirklich viel über das Fischen. Dann ist heute dein Glückstag. Ich weiß eine Menge darüber. Es ist so entspannend und profitabel und außerdem sind Fische echt lecker. Na, da bin ich dabei. Eine gute Wahl, mein Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst und bringe dir bei, wie man Fische fängt und kocht. Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, Junge, ich habe noch eine alte hier. Aber die ist kein Geschenk. Bring mir Motten.
Nur nach Zwang und meiner alten Augen. So, mal der Astrologe. Der müsste ja jetzt hier. Der taucht immer am Mond, am Tag mit dem Mond auf. Ich weiß zwar nicht wo, aber okay. Kann ich das die Mottengeschichte schon erlernen? Hier. 20 und 5. Das geht. Alter Schwede, die Sicht ist ja mal mehr als grauenhaft. Also wenn irgendwer zuschauen sollte, was ich, sofern die Anzeige hier up to date ist, bezweifle, gerne was in die Kommentare packen und wir können uns gerne über alles unterhalten. Ich bin da, hab damit kein Problem. Ja, Mann. Ach. Zweihundert davon. Gut ist, ich kann das ganze Kellergedöns dann verbinden. Ah, super. Auf 5 von den Dingern. Na toll. Alter. Da hätte ich dann aber auch nicht hierher kommen brauchen. Gut, das nächste Mal dann erst wieder beim Mond. Wäre halt noch schön, eine Erklärung gehabt zu haben, wie man Motten fängt. Weil mit der Aussage, ich brauche Motten dafür, komme ich halt nicht sonderlich weit. Also war doch gar nicht so schwierig. Hahaha, und das ist erst der Anfang. Musst du das unbedingt hier machen? Ja, muss ich. Das ist nicht deine Straße. Das ist mein Manifest. Ich dachte erst, dass du ein netter Esel bist. Bin ich auch, nur nicht zu dir. Toll, danke. Ja, könnte ich jetzt mal die verkackte Leiche haben? Mit seinem Scheißöl jetzt auch noch. Also, Balken und Nägel. Würde ich mal sagen, kümmern wir uns darum. Machen wir mal ein bisschen was.
Ja. Wer war denn noch mal an dem Tag? PCs. Ne, der war an dem. Ach, das war der Händler, die nutzlose Trantüte. Warte mal, hier brauchen wir nur eine Holzplanke. Können wir also machen. Und hier auch zwei Holzplanken. Und zweimal Keile. Machen wir die beiden mal. Dann bauen wir jetzt erst noch die Ritsche auf, die noch fehlt. Dann sammeln wir noch ein bisschen Holz. Oh, zweimal Holzkeile. Ach so, wie viele waren das jetzt? Wie viele Holzplanken? Die habe ich mir jetzt nämlich natürlich nicht gemerkt. Ach so, das war eh da oben. Dann gucke ich gleich. Na, schauen wir mal. 2 pro. Okay, also 4 Holzplanken. Fangen wir mal mit den Holzkeilen an. So. So, wann war, also der war Mond. So. Scharniere. 2 Fuhren von denen, dann sollte es passen. So. Dann brauchen wir die komischen Blöcke.
Na, schau mal, wo hier was hinführt. Ah, Abkürzung in die Stadt. Das ist schon mal sehr gut. Ah, okay, die ist verschlossen. Wohl den Glauben vielleicht doch nicht für die Forschung da verwenden sollen, sondern für die Dame da in der Taverne. Aber gut, egal. Gibt's irgendwie. Wie komme ich denn an dieses komische Öl? Kann ich das irgendwie selbst herstellen? Dann hat man was anderes erlernt. So schnell geht's. Flasche Apfelsaft. Scheint nicht so einfach herzustellen zu sein, muss man wohl kaufen. Gehen wir jetzt mal kurz gucken. Jetzt müsste ich ja hier unten eine Verbrennungsstätte bauen können. Acht. Dann brauchen wir mal 8 von diesen Holzscheite. Testen wir mal aus, wenn wir dem Esel sein komisches Öl beschafft haben. Dafür gehen wir jetzt mal in die Stadt, weil ich will da unten noch durch. Ich will mal diesem Typen noch begegnen, der da vor diesem komischen Durchgang immer rumgammelt. Bleib, wo du bist. Wer bist du? Ich bin der Friedhofswärter und Prior dieser Kirche. Kümmere dich um deine Angelegenheit. Ich bin habe einen Dolch und keine Skrupel, ihn zu benutzen. Ich werde ihn eh überzeugen müssen, heißt, ich kann es eh nicht vor den nächsten paar Predigten erledigen. So, jetzt gehen wir mal in die Stadt. Das war der untere Ausgang, wenn ich mich recht erinnere. Und guck mal, ob wir beim Tavernenwirt Öl kriegen. Handeln. Nee, natürlich nicht. War ja irgendwie klar. Oh, Alter. Ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Schlafstein, Schlafstein. Aha. Was geht da?
Guten Tag, der Herr. Wir haben hier die besten Milchmöhren. Was ist mit frischem Rindfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. Nicht wie die Stadtmenschen. Ich wette, die würden sogar Menschenfleisch essen. Sie glauben, sie seien klüger, aber ich glaube, das sind Barbaren. Ach, das ist die über den Vampir. Rosa, der Vampir, der dich angegriffen hat, darf ich. Er hat mein Blut getrunken. Oh, das tut mir wirklich sehr leid, aber kannst du bitte etwas leiser sein? War das Packen und Finster, die Zeile habe ich viele Stunden lang geübt. Ja, du bist die Beste. Also könntest du mir erzählen, was passiert ist? Er lockte mich in die Scheune, indem er Geräusche einer schwangeren Kuh imitierte. Dann packte er mich und hat angefangen, mein Blut zu trinken, aber er hat es sofort wieder ausgespuckt. Als würde ich ihn anwidern, das war schon irgendwie ein wenig beleidigend. Wenn mein Mann zu Hause gewesen wäre, und was ist danach passiert? Er sagte schon wieder B, Gruppe B, als ob ihr mich alle ärgern wolltet, und dann lief er fort. Danke für deine Hilfe, ich hoffe, dass die Kuh schöne Kälber bekommen. Das war überhaupt nicht der Plan, auf die da zu treffen. Wer ist das jetzt? Hi, ich bin Tress. Ich bin der Friedhofswärter. Wenn du Holzmeier brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du meinen Bruder Cori besuchen. Handeln. Ah, da hätte ich das Zeug auch kaufen können. Gut zu wissen. Ist das jetzt schon wieder? Hey, komm ja nicht auf die Idee, hier Bäume zu fällen. Nein, ich schaue mich hier nur um. Gut, ich bezahle dem Dorf eine Menge für das Recht, hier die Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit. Wenn ich doch nur eine bessere Axt hätte. Was ist, wenn ich dir eine bringe? Verdiene noch nicht mal Geld. Noch nicht viel Geld. Ich habe nicht einmal ein Zuhause. Ich kann dir ein altes Familienbett bringen. Pasta hält deine Ausdauer bei der Arbeit aufrecht. Kann ich ihm ja noch eine herstellen. Was ist hier? Ah, wohl dem sein Bruder für die Steine. Hi, ich bin Cori. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du eine Steinmaterial brauchst, dann kann ich dir helfen. Für Holzkram musst du meinen Bruder Tress besuchen. Das sind definitiv Brüder. Ja, ach nee. Drüben ist nichts. Wen soll ich denn eigentlich noch zu den Vampiren befragen? Frag ihn nach Vampirangriffen. Ja, der Astrologe ist schon klar. Der kommt aber erst wieder beim Mond. Bauernsohn. Ach, das ist der da links unten. Und Horatrek bin ich schon dran. Dann gehen wir mal noch geschwind den Bauernsohn besuchen. Bevor es dunkel wird im Idealfall. Dem reden wir gleich, erst mit ihm handeln. Handeln. Na, super, kann ich nicht. Nur noch mit ihm hier reden. Muss meine Arbeit erledigen, oder Vater wird furchtbar böse. Ich habe ein paar Fragen für dich, Kleiner. Über den Vampir versprichst du mir, dass du nicht lachst? Mein Vater, mein Onkel, alle Nachbarn, keiner glaubt mir, alle lachen mich aus. Ich spreche, dass ich nicht lachen werde. In der Nacht haben mein Vater und Onkel Müller Whisky getrunken und ich war allein zu Hause und ein Mann kam durch das Fenster gestiegen. Erst dachte ich, dass es mein betrunkener Vater ist. Ich habe ihn sogar noch Papa genannt, aber er
Es war, als würde er mich nicht hören. Interessant, erzähl mir mehr. Ich wusste irgendwie sofort, dass es nicht mein Vater war, und dann habe ich mich unter einer Decke versteckt, und dann ist er einfach verschwunden. Bitte lach mich nicht aus. Alle lachen an der Stelle. Keine Sorge, mit 15 hätte ich auch wahnsinnig Angst gehabt. Danke, aber ich bin 22. Ja. Er ist 22. Habt ihr es gehört? Immer wieder hinter meinem Haus, glaube ich, in diese Sümpfe. Wer kam am... Ach, der Inquisitor. An dem Tag muss ich zum Hexenhügel. Also, Schleime bin ich auch noch nicht vielen begegnet. Och nee. Wolle Fledermäuse, da wäre mir doch Schleime lieber gewesen. Ja, diese Drecksfledermäuse. Die scheiß Flügel von denen werde ich ja nicht mal los. Ah, mal. Lassen wir da gleich Nachschub rein. Warte, wie viel brauchen wir denn? Das sind 34 mal 25, 850. Ja. Okay. Den können wir mal freischalten.
Wärter, ich genieße die Luft hier. Sie hat etwas Rechtschaffenes. Es wärmt mir das Herz, dass wir hier bald eine weitere Hexe verbrennen werden. Momentan foltern wir sie noch. Aber Vergebung ist es wert. Dieses Mal sollte das Verbrennen perfekt werden. Wir müssen beweisen, dass keine Hexe unserer Rechtschaffenheit entkommt. Wir müssen hier noch ein paar Verbrennungen tre Vorbereitungen treffen. Du kannst der Heiligen Inquisition helfen. Wir brauchen Brennholz, ein schönes warmes Feuerchen und so viele Flugblätter, wie du bekommen kannst. Ja, ich brenne es nicht. Wer warte auf dich? Die Hexe läuft uns ja nicht weg. Sobald wir alles haben, verbrennen wir sie. Vor ein paar Jahren wurde es von Kultisten geschändet. Sie hatten dort ein Picknick und ich bin mir nicht sicher, ob das Böse diesen Ort vollständig verlassen hat. Deshalb muss ich sicherstellen, dass du in diesem Kampf auf unserer Seite bist, bevor ich dir die Erlaubnis erteile, diesen Teil des Friedhofs wieder zu verwenden. Ja, also muss ich ihm erst Brennholz liefern, um dann dahin zu dürfen. Von den Sticks. Wie viel sollte ich ihm bringen? Wo ist dann 20? Was brauche ich nochmal für Brennholzherstellung? So ein. Wir eben das noch schnell vorbei. Danach kümmern wir uns um die Sticks für hier. In der Hoffnung, dass wir jetzt mal bald die verdammten 200er zusammen haben, um die Balken zu kriegen und den ganzen Case da unten mal zu öffnen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Am nächsten Tag ist der Astrologe dran. Ich nehme an, den finde ich hinten beim Leuchtturm. Ich hoffe es zumindest. Ist noch, ja, der habe ich noch bei mir.
Ah, da läuft der Astrologe. Hallo. Sieht so aus, als würde er direkt durch mich hindurchstarren. Ja, hallo. Sieht so aus, als. Hä? ETF? Immer noch. Hä? Ah, ja. Warte mal, wetten, ich muss das mit dem Schädel wieder wegen irgendwas quatschen, bevor ich das machen kann. Überfahren. Ah, er ist klug, er ist so klug und immer fröhlich. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber das denke ich zumindest. Aber sein Wein ist der beste und er war ein guter Freund des Leuchtturmwärters. Sie trafen sich jeden am Leuchtturm. Natürlich durch die und ich glaube, dein Weinkeller schließt an die Kirchengewölbe an. Oh, sogar die Leichenhalle ist irgendwie damit verbunden. Du bist ein ganzes Netz von Tunneln und Gängen. Netz, Netz, ich fischte gern. Ich kann mich einmal einen Fisch gefangen, der war so zart. Ich habe keine Hände, aber ich glaube mir, der war riesig. Ich hasse Fischgeschichten und du was, ich muss los. Weiß nicht, meinen Wein mitzubringen. Hä, wieso soll ich ihn jetzt auf einmal. Oh, jetzt nochmal zu dem, aber wetten, jetzt geht's. Das ist doch jedes Mal dieselbe Scheiße. Müsste man noch rauskriegen, wo ich Öl herbekomme. War ja klar. Ach Gott. Hallo, bist du der Astrologe? Das war ich mal. Jetzt bin ich nur noch eine verlorene Seele in dieser verwahrlosten Welt. Ich bin der neue Friedhofswärter und ich brauche deine Hilfe. Jeder braucht irgendetwas außer mir. Wissen macht einsam, junger Mann. Du wirkst ziemlich zufrieden. Deine trivialen Bedürfnisse bedeuten mir nichts. Also kannst du mir nicht helfen. Mal sehen, du kümmerst dich um den Friedhof, ja? Psst, still. Bringe mir einen Schädel, das ist verboten, aber wen kümmern schon die Regeln dieses blöden Inquisitoren? Hol einen Schädel von einer Leiche. Den schwatzhaften Gary? Er ist mein Freund, irgendwie, ich glaube nicht, dass das angemessen wäre. Nein. Irgendein Schädel von irgendeiner Leiche.
Super, da kann ich also eh nicht weitermachen. Die kosten mich hier alle noch einen letzten Nerv. Die letzten Stärkepunkte eben auf die Art und Weise. Auch wenn mir das jetzt nicht ganz so in den Kram passt. Edel von einer Leiche, wie soll ich ihm denn den beschaffen? Achso, mal, ich weiß wie. Da bräuchte ich halt aber erstmal das Schrecksöl. Technologie, Handwerk. Kreissäge, da. Komplexe Eisenstücke, na danke. 10 Stück. Komplexe Eisenstücke. Brauche ich dich erstmal 10 normale. Nur ganz kurz interessieren würde, wann kommt nochmal der Händler? Ah, da. Okay, dann ist noch 8 Holzplanken. Holzplanken kriege ich da draus. Machen wir beide. Muss man mal wieder Holz sammeln gehen. Ah, fällt mir gerade ein. Muss ja auch noch das machen eigentlich.
Ja, es ist dasselbe wie das letzte Mal. Und das reicht es für einen von beiden. Da ich momentan eh keine Leichen kriege wegen einer Mangelung des Öls, verwende ich es, glaube ich, für den Typen unten. Wieso ist der jetzt nicht da? Meine Herren. Ist der auch nur an bestimmten Tagen vor Ort? Ja, nur an dem Symbol, meine Fresse. Boah, Gott, ist es teuer. Viele brauche ich denn dafür für einen Durchgang? Eins zum Glück nur. Okay. Also brauchen wir mindestens drei Stück. Drei Holzbalken. Gehen wir erstmal pennen. Tja, nachdem der erst wieder an dem Tag auftaucht, dann kriegt es wohl doch die Tusse in der Bar. Warte mal. Brauchen wir doch noch zwei komplexe Scharniere. So, wenn wir die haben, dann brauchen wir noch. Achso, nee. Brauchen wir noch einmal Holz. Das machen wir mal ein bisschen mehr. Oh. Machen wir jetzt erstmal die drei. Gut, Hammer. Dann brauchen wir noch die Keile. Da brauchen wir 30. So. Jetzt haben wir mal noch was wäre.
Ah, jetzt ist er doch schon da. Muss man jetzt nicht ganz verstehen. Aber kein Problem damit, dass du hier bist. Vielleicht kann ich dir sogar helfen. Du siehst nicht besonders nützlich aus, aber ziemlich harmlos. Hilf mir dabei, dieses Tor zu öffnen. Ich habe diese Anweisung und muss anscheinend einen Schlüssel finden. Meine Dietriche funktionieren hier nicht. Bring mir den Schlüssel und dann reden wir. Fertige ihn an oder finde ihn, ist mir egal. In Ordnung, ich brauche auch etwas, das sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich helfe dir. Nimm diese Anweisung. Was war das jetzt? Du musst den Werkzeug mit der Anleitung an einem Schreibtisch benutzen. Was wollte der jetzt eigentlich nochmal? Achso, Vagina hat immer Vampirgefühl. Schädel, genau der Schädel war das Problem. Weil ich dafür ja das Öl brauche und für das Öl wiederum brauche ich, habe ich keine Ahnung, wo ich es herkriege. Kann ich überhaupt schon Schädel nehmen? Fällt mir gerade ein. Ah, nee. Schalt mal jetzt mal frei. Wäre sinnvoll. Ja, damit haben wir die ganzen Durchgänge auch mal frei. Die unterirdischen. Ich muss mal gerade gucken, wo kriege ich denn bitte Öl her? Ach du Scheiße, okay. Ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt, für die, die es interessiert. Ich krieg's von dem Obdachlosen. Kann ich natürlich lang suchen, weil ich brauche jetzt endlich mal diesen verdammt maledeiten Schädel. Damit ich beim Astrologen bei nächster Gelegenheit weiterkomme. Weil ich würde das mit dem Vampirangriff halt auch mal ganz gerne abschließen, wie ihr euch denken könnt. Da muss ich halt noch ein paar Gebete machen, damit die Dame da von dem Laden mir die sagt, wie ich an diese an diesen gefälschten Stempel rankomme. Weil 50 Silber werde ich kaum ausgeben. Handeln. Samenöl, Samenöl.
So, jetzt haben wir aber mal unterirdisch zumindest auch mal alles geregelt, soweit. Oh, jetzt wird es endlich ruhig und ich kann weiter mal über meine Theorie nachdenken, wie ich den Kapitalismus besiege. Die Hafenratten sind auch schon auf meiner Seite. Die Hafenratten. Wow, ein toller Tag für einen Bonusleiche. Moment, bewegt die sich etwa noch? Vielleicht ist der arme Kerl erst vor kurzem gestorben. Ich habe noch nie eine warme Leiche zerlegt. Dann lasse ich lieber erst ein wenig abkühlen. Ich hole ihn mir dann später. Zerleg Mini Hilfü. Was? Du lebst ja. Okay, ich werde dir helfen, aber bleib ruhig, ja? Sonst geht das nicht und. Okay. Naja, gut, die wandert eh auf. Puh, gut gemacht, Kumpel. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich, das hier ein Dorf? Was? Ja, aber wie bist du? Und dann bist du wohl der Wärter, ja? Und wir sind gerade in der Leichenhalle. Ja, woher weißt du? Keine Zeit, keine Zeit. Mein Name ist Ulrich und das muss erstmal reichen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich habe einem gruseligen Typen mit einer Narbe ein Wärterbuch abgekauft. In dem Buch steht, dass hier in der Leichenhalle eine verschlossene Tür ist. Du weißt bestimmt, wovon ich rede. Und da ist die Tür, ja, jawohl. Gib mir den Schlüssel, Wärter. Ich weiß nicht, welchen Schlüssel du haben willst. Machst du Witze oder was? Nein, keine Witze, todernst. Und du weißt auch nicht, was für ein Buch ich hier habe? Nö, keine Ahnung. Ach verdammt, dann hör gut zu. Ich lese dir diese Stelle vor. Und ich klebe den Schlüssel mit Kaugummi an die Innenseite des Schädels. Ich habe keine Ahnung, was für ein Schädel sein kann oder wo er sich befindet. Denn ich bin ja schließlich kein Friedhofswärter. Das ist deine Aufgabe. Finde und bringe mir den Schlüssel. Und was passiert dann? Oh, mach dir keine Gedanken um den Schlüssel. Ich schaue mich in der Zwischenzeit mal nach einem Schlüsselloch um. Ich sollte besser nicht den Schlüssel erwähnen, der in seinem Kopf steckt. Was machst du wieder für ein Gesicht? Was hast du vor? Ach, nichts. Ich musste nur gerade an etwas denken. Das wäre denn dann ja das erste Mal. War nur Spaß. Also, was beschäftigt dich? Nun, ich habe mir gedacht, dass es dir bestimmt gefallen würde, mal geputzt zu werden. Was? Du warst doch bestimmt sehr lange im Boden vergraben und jetzt sitzt du hier den ganzen Tag zwischen den gammelnden Leichen rum und fängst dir Staub ein. Wie wäre es, wenn wir dich mal ein bisschen aufpolieren würden? Dann riechst du wieder gut mit einer feinen Biernote vielleicht. Saat, daran habe ich ja noch nie gedacht. Du bist echt ein schlaues Kerlchen. Hast mich überzeugt. Besorge einen Krug Bier und etwas Sand vom Fluss. So. Leiche nehmen. Was zum Teufel? Kamerad, ich bin damit beauftragt worden, dir mitzuteilen, dass das LGDP-DEP in einer Plenarsitzung die Entscheidung getroffen hat. Wie bitte was? LGD. Okay. Das Leitungsgremium der Partei des Eselproletariats. Ach du Scheiße. Du redest übrigens gerade mit ihrem Generalsekretär. Ah, in Ordnung, das erklärt so einiges. Also, das hat entschieden, dir noch eine letzte Chance zu geben, dich vor der Arbeiterschaft zu rehabilitieren. Danke. Unsere Partei befindet sich in der Vorbereitungsphase auf den revolutionären Umschwung und deine Rolle dabei ist eine führende. Und wenn ich nicht mitmachen will, dann werden wir dein Haus, dein Friedhof, deinen Garten und deine Kirche niederbrennen. Und dann noch das Allerschlimmste, du wirst auf den schwarzen Liste der Partei landen. Wir sind hocherfreut darüber, dass du uns helfen willst. Und jetzt komm näher und hör gut zu. Du verstehst sicherlich, dass all dies streng geheim ist. Wir werden mit Nachrichten kommunizieren. Nachrichten? Und wie willst du Nachrichten schreiben?
Selig sind die Unwissenden. Jetzt bereitest du ein Kochbuch für unseren Freund, den Rattenchef, vor und schickst es zu unserem Postamt. Er liebt die Kochkunst und die Revolution. Kann nur erfolgreich sein, wenn die Ratten mit dabei sind. Darauf schickst du 5 rote Äpfel an unser Postamt, um die Moral der unterdrückten Eselskommune zu heben. Du musst. Warte mal, das alles kann ich kaum unauffällig verschicken. Du hast gesagt, es sei streng geheim, deswegen. Deswegen ist es deine Pflicht, eine spezielle Kiste für Schmuggelware anzufertigen. In diese Kiste steckst du die Schmuggelware. Und dann werde ich oder andere diese in Schutz der Nacht entfernen. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Viel Glück. Nehmen Sie einen fucking Ernst. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt habe ich einen Schädel. Achso, genau in die Stadt. Um das Zeug zu holen. Was ich brauche, um den anderen Schädel da zu polieren, weil der Kollege wird ja noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber was wollten der haben als Politur? Ah, da. Besorge einen Krug Bier und etwas Sand vom Fluss, genau. Vielleicht kriege ich hier auch Wein. Ah, Wein hat er nicht. An den Sand vom Fluss. Apropos, was können wir denn jetzt noch erforschen? Das geht gerade nicht, das geht gerade nicht. Wir brauchen mal für alles Glauben. Das hier können wir mal noch freischalten. Da brauchen wir Glauben, da brauchen wir Glauben. Ah, den Bienenstock könnten wir mal noch machen. Und 10. Hä? Technologie? Silbererz, Golderz, Graphit, Kalkstein. Hä? Welche? Welche Forschung soll ich denn für Sand vom Fluss brauchen? Was zum Teufel? Okay. Ich habe mal kurz recherchiert. Das kann ich jetzt einfach schlicht und ergreifend noch nicht machen, weil, und das ist jetzt der Witz an der ganzen Nummer, du einen Spezialauftrag vom Bischof brauchst, der dir dazu Zugang gewährt, dass du das machen kannst. Das war hochgradig dämlich, wenn er mich fragt, aber gut, egal. Leeres Papier, toll, danke. Wenn das so ist, dann kann ich eigentlich hier noch freischalten.
Gut, beim nächsten Mond kann ich mich darum kümmern. So. Ah, die hätte ich vielleicht mal im Dorf abgeben können. Ah, ja, gut, das wäre vielleicht auch mal noch einen Verwendungszweck, dass wir mal ein paar Bänke hier aufstellen können. Die beiden wären so die nächsten, die ich anpeilen sollte. Flusssand. Okay, also in diesen Flusssand komme ich halt echt 0,0 weit. Also ich muss mal mit dem Typen von der Kirche reden, wenn das nächste Mal der hier vorbeischaut. Gut. Aber ich glaube, jetzt mache ich demnächst mal langsam Schluss, weil allmählich reicht es dann auch wieder für heute, zumal ich morgen arbeiten muss. Vom Setzling Torf. Ah, dann sollte man dann mal nächstes vielleicht in Angriff nehmen. Gut, gut. An der Stelle machen wir jetzt für heute dann Schluss. Vermutlich mache ich morgen weiter. Zeigt sich dann noch mit was. Bis dahin.